wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag tatsächlich schon. Muss schon wieder die Woche hin. Wir haben am Dienstag, hat Daniel ja fleißig für euch unser kleines Gala-Grill-Dinner. So kann man das auch nennen. Ich schwör's euch, Leute, wir haben bestimmt noch Reste für die nächsten zwei Wochen zu essen. Also, boah, das ist echt der Wahnsinn. Ja, Sarah hat ja Geburtstag, sie will das ja nicht sagen, deswegen sage ich euch das, weil ihr fragt euch, warum macht man so ein Essen, wenn man nur zu zweit ist. Nein, wir hatten noch Besuch. Und ganz lieben Dank für alle, die mir auf Instagram gratuliert haben. Dankeschön. Also, ich bin immer so hin und her gerissen, aber das erzähle ich, glaube ich, jedes Jahr am Geburtstag oder nach dem Geburtstag oder wie auch immer, ob man jetzt den Geburtstag irgendwie so unbedingt zelebrieren muss, weil das immer dieses Fishing for Compliments ist, also so nach dem Motto, das Ding ist aber, ihr wisst ja teilweise gar nicht, wann ich Geburtstag habe, weil wenn ihr es wüsstet, würdet ihr ja vielleicht automatisch dran denken. Es gibt ein paar in der Community, glaube ich, die wissen das grundsätzlich schon, wann unsere Geburtstage sind. Aber wenn man halt irgendwie dann so postet, ja, ich habe Geburtstag, dann kriegt man natürlich auch die ganzen Geburtstagswünsche. Ja, aber das ist Blödsinn. Das machst du ja nicht. Nee, nein, ich mache das eher immer so ein bisschen subtiler. Ich kenne ja auch eure Geburtstage nicht alle. Weil ich glaube, wir könnten jeden Tag hier irgendwem zum Geburtstag gratulieren wahrscheinlich, ja. Deswegen ist es so, ja. Wir machen das ja auch eh immer ganz gemütlich. Also von daher nie was Großes, keinen wilden Aufriss und so. Vielleicht mal bei einem runden Geburtstag. Da würde ich das dann vielleicht auch ein bisschen mehr zelebrieren. Weil dann gibt es auch was zu zelebrieren. Kaffee läuft gerade durch. Daniel schäumt mir gerade schon ein bisschen Milch auf. Das ist voll toll. Das ist mein neuer Luxus. Weil der Mann jetzt Kaffee mittrinkt, macht er mir meinen Kaffee fertig. Tabletten sind intus. Auch das hat sich mit dem neuen Lebensjahr noch nicht verändert. Aber ansonsten geht es uns gut. Wir haben gestern halt komplett vergessen, irgendwie mal den Vlog anzumachen. Weil ich den ganzen Tag an dem Nagelvideo gesessen habe, beziehungsweise wir natürlich. Daniel musste aber ganz viel mitleiden, weil das ist unfassbar viel Warterei für ihn. Ja, da ist nicht so viel zu tun. Ätzend. Ja, für dich ist das richtig ätzend. Klar, er zieht dann natürlich halt zwischendurch die Schnittbilder und so. Ja, aber du ziehst ja nicht die ganze Zeit Schnittbilder und das dauert ja das Stunden. Das ist der Punkt. Also ich muss sagen, das mit den Nägeln, ich finde diese Nägel ja super, weil wenn sie bis einmal gemacht sind, halten die ja wirklich fünf Wochen problemlos. Lange, ja. Aber bis sie gemacht sind, das finde ich so ätzend. Klar, wenn man sich jetzt einfach so vor den Fernseher sitzen würde, man würde eine Serie gucken, dann hätte man auch nach einer Stunde wäre man spitz fertig. Aber wenn man das Ganze filmt, da kann sie nicht sauber arbeiten, weil sie kann ja nicht so nah ran. Und dann muss das eher in die Kamera, dann muss sie so von weit arbeiten und dann funktioniert das nicht. Und das dauert dann nur Stunde. Das ist wirklich, das abzufilmen, Respekt. Also Leute, die hauptsächlich Nagelvideos machen, gibt es ja ein paar. Also mittlerweile vermehrt eher auf Instagram oder TikTok. Allergrößten Respekt, ey, ganz ehrlich, das würde ich hauptberuflich nicht machen wollen, nur Fingernägel. Ja, und ansonsten haben wir jetzt heute am Vormittag ein bisschen was zu erledigen. Wir müssen gleich noch raus, ich brauche ein neues Rezept, Tabletten, wir müssen noch eine andere Kleinigkeit erledigen und... Scheiße. Was? Was machst du da? Dein Schaum warm. Aber den musst du doch vorher warm machen. Nein, nachher. Nachher? Der lässt sich dann besser schäumen. Also, wir machen ein paar Erledigungen jetzt dann gleich noch und dann geht's noch an den finalen Schnitt von dem Nagelvideo plus Drehen vom nächsten Video. Das ist der Plan für diesen Donnerstag. Wisst ihr Bescheid? So, ihr Hübschen, Donnerstagabend ist es inzwischen. Ich habe jetzt gerade das Thumbnail noch fürs Video morgen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr so viel erkennen könnt, weil der Bildschirm ist schon wieder sehr hell im Vergleich zum restlichen Raum. Aber ja, auf jeden Fall ist es jetzt fertig, denn auch das gehört natürlich zu einem Video dazu. Das haben wir ja letzte Woche gar nicht noch thematisiert. Also ihr hattet ja gerne gefragt, halt auch ein bisschen mehr so hinter den Kulissen zu sehen. Und ich habe das ja, glaube ich, schon öfter mal in Videos auch erzählt, dass echt super viel eigentlich auch fernab von der Kamera passiert, nämlich wirklich an diesem Schreibtisch hier. Und ja, es ist jetzt 8 Uhr. Und wir trinken Kaffee, weil Daniel hat ja seine Kaffeeleidenschaft neu entdeckt. Und deswegen gab es vorhin noch eine Kanne. Why not, ja. Aber ich trinke den jetzt abends dann auch schwarz. Und
Ja, auf jeden Fall gehört natürlich das Ganze mit Bildbearbeitung und dann auch die Dinge halt posten, einplanen, die Links raussuchen. Das gehört halt auch dazu und natürlich auch viel Schreibkram halt so in Sachen E-Mails, wovon ich natürlich obviously nicht wirklich was teilen kann, weil das alles immer vertrauliche Geschäftskommunikation ist. Aber das macht halt auch einen ganz, ganz, eigentlich den größten Teil aus, muss man sagen. Und so ein Bild, also ich habe jetzt ungefähr, ja, Viertelstündchen, 20 Minuten da dran gesessen, wenn das ein bisschen aufwendiger ist. Wir haben natürlich auch alles mittlerweile perfekt mit Vorlagen. Ich habe meine Filter in Lightroom und wir haben hier so diesen groben Aufbau in Photoshop halt fertig. Ne, das Design sozusagen, damit die Bilder auch alle immer so ein bisschen einheitlich aussehen. Das sind alles Dinge, die sind halt so vorbereitet, ne? Also wir ändern ja regelmäßig halt auch sozusagen das Design von den Thumbnails und ja, versuchen da immer so ein bisschen das natürlich halt auch neu zu gestalten und auch die Filter, die ich verwende halt für die ganzen Bilder, die ich dann halt in Lightroom abgespeichert habe, auch die variieren, ne? Das hat halt auch immer was mit den Jahreszeiten zu tun. Ja, im Sommer, Frühjahr, Herbst ist man eher so ein bisschen wärmer unterwegs, wobei Frühjahr auch noch so ein bisschen kühlere Farbtöne sind vielleicht manchmal und Bearbeitung. Und ja, es ist halt ganz unterschiedlich, weil auch sozusagen die Lichtverhältnisse immer unterschiedlich sind, auch ob man jetzt was drinnen shootet oder draußen. Also wir haben uns da über die letzten Jahre, glaube ich, echt, man eignet sich da extrem viel Wissen an und nimmt es immer so als selbstverständlich wahr. Aber das sind ja alles Berufe eigentlich eigenständig für sich, die man da sozusagen halt irgendwie vereint. Aber es ist auf jeden Fall cool. Und da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank zu eurem Feedback, dass euch das gefallen hat, dieses Hinter den Kulissen letzte Woche. Das ist auf jeden Fall schön, dass euch das dann auch Spaß macht. Und wir haben das ja als festen Themenblock so mit aufgenommen, dass wir da auch immer zwischendurch mal wieder was einfließen lassen und da auch euch, soweit wir halt können, immer gern teilhaben lassen. Da wird es auf jeden Fall, kann ich euch jetzt schon versprechen, im vierten Quartal, also so ab Oktober, ja, vielleicht auch schon so ein bisschen im November rein, geht es auf jeden Fall nochmal richtig los. Da wird viel, viel, viel Produktion sein, weil das ist, glaube ich, wie fast in allen, also in fast allen Branchen ist, glaube ich, so das vierte Quartal immer so das, wo nochmal richtig was los ist auf den Endspurt des Jahres hin mit dem Weihnachtsgeschäft oder auch rund um Black Friday und so. Da wird auf jeden Fall nochmal richtig viel kommen und da sind wir tatsächlich jetzt auch schon mit dem Kopf eigentlich schon fast im Quartal 4. Das ist immer so ein bisschen krass, aber so läuft das tatsächlich. Und ja, jetzt gucke ich mal gleich. Der Mann ist, glaube ich, gerade kurz im TikTok versumpft, da hinten. Bist du im TikTok-Sumpf? Was willst du? Bist du im TikTok-Sumpf? Habe ich Nein? Nix, ich wollte fragen, ob wir jetzt Feierabend machen. Alaska, Leute. So, ich sehe auch gerade, ich glaube, die Speicherkarte ist voll. Das heißt, am besten sollten wir jetzt mal aufhören für heute. Für diesen Donnerstag ist mal Ende Gelände. Wir machen Feierabend. Sie ist weg. Meinst du? Die ist null. Obwohl, der hat ja. Ja, läuft ja noch. Ja. Ah. Vielleicht ist euch in der letzten Zeit was aufgefallen an mir. Und zwar ein wunderschöner neuer Schmuck von Purelay. Ich habe nämlich jetzt seit einiger Zeit schon ein paar verschiedene Schmuckstücke in Roségold von Purelay und bin sehr, sehr begeistert. Ich habe vorher noch nie was von der Brand gehabt, obwohl die ja sehr bekannt sind. Ich denke mal, die meisten unter euch haben bestimmt schon mal was von der Brand gehört. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Nicht nur, dass die Schmuckstücke super schön aussehen, sondern natürlich auch wasser- und schwitzfest sind. Und ich habe jetzt ein wunderschönes Set noch neu aus dem Mahina Club. Falls euch das nicht sagt, mir war es nämlich auch neu. Das ist ein Schmuck-Abo von Purelay. Da bekommt ihr jeden Monat nach Hause eine Überraschung geliefert mit einem tollen neuen Schmuckset, das auch noch wesentlich günstiger ist. Denn der Wert jedes Sets liegt bei um die 60 Euro. Also ihr könnt richtig, richtig viel sparen. Plus, wenn ihr jetzt im August noch Mitglied werdet im Mahina Club, habt ihr auch schon einen Vorabzugang zum heiß begehrten Adventskalender und auch generell die Möglichkeit,
Möglichkeit, an Gewinnspielen teilzunehmen und vieles mehr. In dieser Box war nicht nur das wunderschöne Lotus-Set, das sind immer so Y-Ketten, da sind die Verschlüsse vorne, das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ist eigentlich total praktisch, weil meistens drehen sich die Verschlüsse sowieso oft nach vorne. Also warum nicht direkt den Verschluss einfach komplett nach vorne legen? Und ich finde auch wirklich die Anhänger, diese Lotusblüte mit den Steinchen, super, super schön. Außerdem waren in dieser Box auch noch weitere kleine Goodies mit dabei. Und zwar ein Pinsel in Weiß-Roségold von Luvia und drei so Pröbchensets von Everdrop. Also da findet sich immer auch in jeder Box noch eine weitere Überraschung. Mein Favorite in diesem Monat ist auch tatsächlich diese Muschelkette hier. Das ist auch so eine Y-Kette. Ich finde die wirklich super schön, habe die sehr oft getragen, weil mir zum einen das Roségold gut gefällt. Das mag ich generell ganz gerne. Ihr kriegt aber auch alle Schmuckstücke in Silber oder Gold. Das könnt ihr euch immer aussuchen. Und auch hier die Muschel halt mit dem Steinchen finde ich besonders schön. Passt dann halt auch hier perfekt zu den Ringen. Alles so ein bisschen mediterran angehaucht. Gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Und wenn ihr Pure Lay jetzt gerne mal austesten wollt und euch den Mahina Club mal anschauen möchtet, dann schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link und meinen Rabattcode Mrs. Violet Lotus. Das gilt dann für dieses wunderschöne Lotusblüten-Set. Da könnt ihr auf jeden Fall super gerne mal stöbern. Und zu dem Fußkettchen sei noch gesagt, das ist ja auch in dem Set mit dabei. Das sitzt bei mir wirklich so auch ganz kurz auf knapp. Es gibt übrigens auch Extender bei Pure Lay. Also wenn euch irgendwas nicht richtig passt, ist das kein Problem. Dann könnt ihr euch einfach eine kleine Erweiterung dazu shoppen. Und hier dieser Anhänger beispielsweise, das sind einzelne Charms. Da könnt ihr hier an so ein Armband beispielsweise auch noch mehr dran machen. Und dann habt ihr sowas richtig schön Klimperndes am Handgelenk. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Pure Lay kennt und ob euch die Marke auch so gut gefällt wie mir. Mausi, nein. Nein. Ja, es ist morgen. Morgens. Ja, wir haben heute, was haben wir heute, Happy? Schlabberday, Leute. Wir haben heute Freitag. Und wie ihr seht, ich sitze hier wieder an der Nähstation, weil wir müssen noch ein paar Sachen hier klären. Ich war ein bisschen fies letzten Mal mit euch, es tut mir leid, deswegen, ihr habt es ja direkt in den Kommentaren geschrieben, es artet hier aus, das ist nicht normal. Da habt ihr auch vollkommen recht. Und zwar geht es um Folgendes. Zum einen einmal um die Triggerpflanze hier. Ich habe die extra so reingestellt, dass man die sehen soll, weil ich ganz genau wusste, dass der eine oder andere sich davon getriggert fühlt, dass die unbedingt Pflege braucht, diese Pflanze. Ja, das war fies von mir. Diese Pflanze ist im Endeffekt gedacht, damit die stirbt. Als ich sie gekauft habe, war sie schön. Aber kurze Zeit drauf hat sie an manchen Stellen so in den Etagen Blätter verloren. Ich weiß halt nicht warum. Platz, wo sie steht, ist auch ein bisschen dunkel für die. Obwohl das jetzt gerade so im Video aussieht, das würde hier alles reinballern, weil da Licht ist. Aber wenn man so ein Lichtmesser mal hinlegt, weil das optische Auge nimmt das anders wahr, wie wirklich das Licht, was hier ankommt. Moment. So, und zwar habe ich mir kurz mal das Handy genommen, damit er irgendwie so eine Referenz mal hat, wie viel Lux da tatsächlich hat. Also gerade hier, ich weiß nicht, ob ihr das am Handy seht. Haben wir 114 Lux, das ist fast dunkel, Leute, ne? Also bei 0 ist 0, das ist pechschwarz. Und dann sieht man beispielsweise, wenn ich ans Fenster halte, dort wo Licht ist, da habe ich 23.000 Lux. Und das ist halt der Unterschied. Und die Pflanze kriegt sozusagen nicht genug Licht und das ist halt so ein bisschen blöd. Das heißt, sie steht fast im Dunkeln. Das ist auch ein von den Hauptgründen, warum viele Pflanzen in vielen Häusern einfach kaputt gehen. Es sieht zwar optisch durchs Auge so aus, als hätte, würde die genug Licht bekommen, aber wenn man Luxmeter hinlegt, könnt ihr euch aufs Handy laden. Und ich glaube, man braucht mindestens 800 bis 1000 Lux, damit eine Pflanze wenigstens überleben kann. Aber die Profi da draußen, ihr könnt das ganz genau in die Kommentare schreiben. Ich könnte es jetzt recherchieren, habe ich aber keinen Bock drauf. Aber so 100 Lux ist viel zu wenig und ich lasse die gerade dort stehen noch, weil ich euch triggern wollte. Sorry dafür, hat Spaß gemacht, hat geklappt. Die sieht doch so schlimm aus, weil die wirklich wochenlang schon kein Wasser gekriegt hat und die sollte doch tatsächlich weg. Und da meinte Sarah noch, oh komm, wir probieren sie aber trotzdem zu retten. Und dachte ich, weißt du was, dann kriegst du jetzt mal Wasser und wenn sie wieder aufgeht, die Pflanze, dann schneide ich so oben ab, dann mache ich einen Steckling drauf und sie kriegt eine andere Stelle. Und siehe da, sie hat ein neues Blatt gemacht, sogar zwei. Das heißt, die kommende Woche oder so werde ich die dann abschneiden oben. Dann ist sie nur noch so groß, statt 1,20 Meter und dann ziehe ich sie nochmal neu hoch. Und dann kann sie auch wieder schön verzweigen. Das war das eine, fand ich lustig. Wie gesagt, I'm sorry, but I'm not sorry. Und dann meintet ihr noch so vom Nähen, ja, das Ganze artet in eine Materialschlacht aus. Vollkommen richtig. Ich bin der Meinung, man kann gut arbeiten, wenn man gutes Werkzeug hat.
Deswegen ist es auch wichtig, für alle Möglichkeiten oder Eventualitäten das richtige Werkzeug zu haben. Und es kamen noch so ein paar so Sachen, es fehlt halt eine Stoffschere oder ein Rollerschneider und so. Leute, ich habe das alles. Ich habe das nur nicht gezeigt, weil ich die nicht jetzt letzte Woche gekauft habe, sondern die schon viel länger im Haus sind. Auch eine normale Stoffschere ist natürlich anwesend. Dann war noch der Punkt von Negan, würde auch noch fehlen. Hab da vollkommen recht, ich hab's nicht gezeigt, aber ich habe eine ganze Kiste. Moment. So, hier ist Omis Kiste. Omi gibt's nicht mehr, die Kiste aber. Und da ist alles drin, Leute. Da haben wir Negan, wir haben Schrägbänder. Also die ist richtig proppevoll gefüllt mit allem. Ich probiere es mal ein bisschen zu zeigen. So. Also das ist alles vorhanden. Es gibt auch so gut wie jede Farbe. Außer Bordeaux-Rot habe ich nicht, weil ich bin gerade dabei, die Vorhänge umzunähen. Und das war schon eine Katastrophe, ne? Also nur weil ich einen geraden Strich auf ein Blatt Papier kriege, heißt das noch lange nicht, dass ich einen Vorhang gerade abschneiden kann. Und dann dachte ich, gesagt, getan, ne? Dann nimmt man einen Vorhang, ich messe mir die Länge, links, rechts messe ich das ab, schneide ab, super. Es war schräg wie eine Sau. Ja, da habe ich so ein bisschen rumgetüftelt und gemacht und getan und dann irgendwann kam ich auf die Idee, weißt du was, ich falte die Dinger mal doppelt. Was heißt, ich kam auf die Idee, ich habe das im Netz gelesen, dass manche das so machen und habe das dann auch probiert und habe dann einfach eine Nadel quer durchgestochen und habe mir die dann auf der anderen Seite mit anderen Nadeln dann immer so abgesteckt und dann hatte ich fast eine gerade Linie, habe die abgeschnitten, weil die immer noch schräg und dachte, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie funktioniert das? Dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach einen Schussfaden rausziehen könnte und anhand von dieser Linie abschneiden kann, dann hätte ich ja eine gerade. Und dann habe ich mir mal die Vorhänge genauer angeschaut und ja, die kommen vom Ikea, die haben wir damals gekauft, aber die Vorhänge sind so billig produziert, das ist ja richtig Wahnsinn. Also Preis-Leistung passt gar nicht, muss ich wirklich sagen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Webware verdreht ist leicht. Das heißt, es ist gar nicht möglich, sie überhaupt gerade zu machen. Dann habe ich immer wirklich genau ausgerechnet, im rechten Winkel hingelegt und die ist so, die ist komplett verzogen, die geht schräg. Obwohl, wenn sie hängt, sieht man es ja nicht. Dann habe ich das mal korrigiert und jetzt ist sie einigermaßen gerade. Ich habe jetzt so ungefähr, glaube ich, einen halben Zentimeter auf der eine Differenz auf die Länge. Ist mir egal. Es ist die erste Vorhänge, die ich mache. Mit den anderen probiere ich ein bisschen besser zu arbeiten. Naja, wir gucken mal. Ich muss sie noch umnähen, dann habe ich mir wieder Material beschafft. Leute, wisst ihr Bescheid, weil ich das so mega anstrengend finde, irgendwie die Kante zu nähen, Blödsinn, zu bügeln und dann einen sauberen Abstand zu behalten. Deswegen habe ich mir von Prim Bügelhilfen gekauft, ne, so dass ich mir das einstellen kann, wie viel Zentimeter ich das umbügeln will. Dann geht das ein bisschen schneller von der Hand. Ne. Ich habe auch gesehen, es gibt spezielle Nähfüßchen, die das dann direkt so, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, das Umbürdeln nenne ich das jetzt mal, damit das sauber aussieht, versäumen. Genau. Nee, das ist ja nur die Kante. Ach, ich bin noch am Üben, Leute. Ne. So, da bin ich halt so dran und mit den Resten vom Stoff, also von den Vorhängen, habe ich ja gesagt, ich möchte mir gerne eine Bügelunterlage bauen und die sind auf jeden Fall groß genug, die Dinger, für da was draus zu basteln, weil ja immer hoch zu rennen auf das Bügelbrett habe ich wirklich keine Lust. Das ist mir auch ein bisschen zu anstrengend, deswegen habe ich jetzt genug Stoff über, für das zu probieren. Und mit den Vorhängen ist, finde ich persönlich, nicht unbedingt das Beste, um anzufangen zu nähen. Aber wie sagt man, Übung macht den Meister, ne, weil die Stoffe so riesig sind, man kann die nicht richtig handhaben, also ich noch nicht. Und man weiß auch nicht so richtig, wohin damit und wie, wo, was. Aber ne, learning by doing, ganz einfach, so ist es. So, so viel dazu. Also ich habe noch sehr viele andere Nähzeuge und Materialien und Werkzeuge für zum Nähen. Ich habe auch schon einen Großteil, was alles für die Lederfarben und die Polsterei anbelangt, haben die alle schon hier liegen. Ich kaufe mir so Sachen immer gerne, weil ich einfach keinen Bock habe, wenn ich irgendwas anfange. Klar, Nachteil ist, wenn man nicht dran bleibt, dann hat man es umsonst gekauft, das stimmt. Aber ich bin ja meistens ein Mensch, ich ziehe das ja durch bis an einen Punkt, wo ich denke, okay, entweder beherrsche ich das Ganze jetzt so oder es geht wieder alles über den Jordan. So, also dann spielt es keine Rolle. Die Sache ist halt, wenn ich mir diese Stoffschere nicht kaufe oder auch die Zickzackschere, da kann man jetzt drüber streiten, ob man sie braucht oder nicht. Ich bin der Meinung, ja, weil man soll ja auch für sich selbst rausfinden, auf welche Art man arbeiten möchte, besser ist. Deswegen auch die Stoffschere oder den Rollschneider. Es gibt halt Leute, die nehmen den gern für lange Dinger zu ziehen, ich beispielsweise auch. Aber es gibt auch Leute, die nehmen die Stoffschere und schneiden das sauber auf 3 Meter durch. Jo, ich kann das nicht, deswegen nehme ich den Pizzaschneider, ne? So ist das halt. Und so ist auch mit der Zickzackschere. Ich möchte auch rausfinden, für welche Stoffe die Zickzackschere sich vielleicht besser nutzen lässt und wo es halt Sinn macht, einen Saum zu machen. Also das sind halt so die Dinger und ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, dass man auch gutes Werkzeug haben muss, weil das ist wie beim Zeichnen. Wenn ich mir schlechte Bleistifte kaufe oder Aquarellfarben, mir ist egal, oder Visara hier mit der, wie heißen die Farbe?
Acrylfarbe, wenn ich halt schlechte Farbe habe, kann ich auch nicht vernünftig malen. Da werde ich mich darüber ärgern und es wird nie funktionieren. Das heißt, man muss immer in einem Bereich liegen, wo man qualitativ was hat, wo man gut damit arbeiten kann. Klar, ein Profi kann auch gut mit schlechtem Material arbeiten, aber einer, der schlecht arbeitet, kann nicht gut arbeiten, wenn er schlechtes Material hat. Dafür fehlt ihm einfach die Erfahrung. So, und man muss jetzt auch nicht das Allerteuerste haben, da bin ich direkt bei euch, aber man kann sich einen guten Mittelsegment kaufen, damit der Anfänger auch die Möglichkeit hat, was zu erreichen, was einigermaßen passabel aussieht und er nicht die Lust dran verliert. Und das ist so das, was meine Erfahrung an Effekt eher gemacht hat. Wenn ich mir schlechtes Material gekauft habe und nur das Allernötigste, habe ich es immer aufgegeben. Aber wenn ich mir Gedanken im Vorfeld drüber mache und ich kaufe und ich kaufe und ich kaufe und ich kaufe, also im Mittelsegment, ja klar, jetzt habe ich mir in den letzten 2 Wochen über 500 Euro habe ich ausgegeben für Nähzeug und ich weiß nicht was alles. Interessiert mich nicht, ist ja mein Hobby. So, natürlich hätte ich die besser investieren können, aber ist mir trotzdem egal. Und ich habe jetzt noch ein neues Hobby und zwar die Malerei. Habe mir ein paar Bücher gekauft für zu zeichnen, also zeichnen, nicht malen, ne? Und hab mir dann noch hier ein paar Stifte gekauft von Faber-Castell. Ja, jetzt könnt ihr mich für dumm halten, ne? Er kann nicht zeichnen, er hat 10.000 Hobbys, aber ich mag halt die Abwechslung. Das habe ich der Sarah auch erzählt. Ich bin halt so ein Mensch, letzten Sonntag war das. Da habe ich erstmal morgens ein bisschen gezockt, habe noch ein bisschen gearbeitet, dann habe ich ein bisschen gezeichnet, dann bin ich an die Nähmaschine und habe so mal all meine Hobby über den Lauf des Tages einfach durchgewechselt. Und ich fand es halt mega angenehm. Natürlich habe ich mir so Zeiten gesetzt, hey, jetzt mache ich 2 Stunden das, 2 Stunden das. Das ist immer so ein bisschen, finde ich nicht so geil, weil ein Hobby soll man so lange ausüben, wie man Bock drauf hat. Aber ich muss mich bei sowas immer disziplinieren, weil sonst kriege ich den Wechsel halt nicht hin und nachher bin ich unglücklich, weil ich es nicht gemacht habe. Deswegen mache ich dann immer so 2 Stunden das, 2 Stunden das und 2 Stunden das. Und dann bin ich am Ende des Tages mega glücklich drüber. So, und das ist so die Art, wie ich meine Hobbys halt betreibe. Das ist so, soll mir halt Spaß machen. Das ist es halt. Gut, und dann habe ich mir hier die von Faber-Castell, die 120er Box gekauft. Ja, eine 30er hätte es auch gemacht. Aber ich bin halt Mensch, ich mag halt Vielfalt. Und ich will auch keine günstigen, dummen Bleistiften haben, die eh nicht richtig malen. So, und das nervt mich halt. Klar, die Box hier hat 170 Euro gekostet, aber es ist mir egal. So, natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Aber wenn ich ein Interesse an was habe und ich will das gern ausprobieren, dann kaufe ich mir das, weil es mir das wert ist. Und nicht, ich gehe jetzt in den Action, sage ich mal, hier Action, wie ihr das ja alle nennt, und kaufe mir da eine 20er Buntstiftpackung für 2 Euro. Da werde ich nicht glücklich damit. Das funktioniert einfach nicht. So, und wir sind ja alle erwachsen, wir gehen alle arbeiten und verdienen auch alle Geld. Und Geld ist dafür, es auszugeben. Deswegen habe ich mir sowas gekauft. So, könnt mich bescheuert halten, aber ich wette, ihr habt Verständnis dafür. Also, was heißt Verständnis? Ist so, braucht ihr nicht zu haben, aber ihr versteht, was ich meine. Das will ich damit sagen. Ich kaufe mir tatsächlich so gut wie alles, auf was ich Bock habe. Nicht übertreiben, ne? Also man muss jetzt auch keine 2000 Euro Nähmaschine kaufen, weil ich gerade anfange zu nähen. Obwohl ich dabei auch schon dran bin. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich habe ja die kleine hier, ne? Die hat 100 Fuffi damals gekostet oder so. Die reicht mir vollkommen aus, ne? Sie macht den Job, die hat gar keine so schlechte Rezession, man kann was damit machen. Natürlich hat es auch Nachteile, aber ich fange gerade an. So viel dazu. Okay, jetzt habe ich wieder genug gelabert. Jetzt gucke ich mal, was mein Schatzi sagt und was man machen kann. Oh, sie kommt angerollt. Vorsicht. Ich stehe sogar auf. Hi, happy Freitag. Ich habe gerade schon ein Video geschnitten. Willst du mal kurz sitzen? Hier, ja. Setz dich mal. Machen wir mal einen fliegenden Wechsel. Ja. Genau, ich habe gerade schon ein Video geschnitten und wir haben jetzt gleich schon so gegen Mittag. Das heißt, ich bräuchte dann was zu essen. Das würde ich jetzt gleich mal machen. Du machst das? Ja, wir. Oder ich. Mit deiner Unterstützung. Ja. Vielleicht. Und dann haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Ich habe noch was zu erzählen. Du hast noch was zu erzählen? Dann erzähl doch. Ja, lass mich da okay, hinsetzen. Wir machen, das ist hier der heiße Stuhl, Leute. Ja, sonst muss ich die Kamera wieder umstellen. Ich muss sagen, am Anfang des Vlogs habe ich die oft genug umgestellt. So, ich wollte noch ein kleines Thema ansprechen, weil manche haben in den Kommentaren darauf reagiert. Und zwar mit dem Alternate Date Fasten. Und ich bin ja jetzt in Tag 9 tatsächlich. Also das bedeutet, ich habe jetzt, das ist mein 5. Tag von 9, wo ich jetzt nicht esse sozusagen. Also einen Tag essen, einen Tag nicht, einen Tag essen, einen Tag nicht. Am Anfang muss ich sagen, war es richtig schwierig. Jetzt bin ich in Tag 5, jetzt ist super easy. Wir haben jetzt 12 Uhr, ich habe nicht mal annähernd Hunger. Ich habe gestern natürlich auch ganz normal gegessen.
Und bin da aber auch immer noch in der Fastendings. Ne? Das heißt, dort esse ich auch nicht all meine Kalorien, die ich essen darf am Tag, sondern die sind immer so 200, 300 Kalorien trotzdem reduziert. Wobei ich gestern sagen muss, da sind mir Nacho zwischen die Backen geflogen. Ich glaube, gestern war die Statistik tot. Ist aber egal. Aber ne, für die, die sich für sowas interessieren, für so alte, also so alternativ, also im Wechselrhythmus essen, nicht essen von Tag zu Tag, so ein bisschen aus meinem Nähkästchen raus, also ich habe keine Schwächeanfälle, ich werde nicht enorm grantig oder so, wobei ich gestern sagen muss, gestern hatte ich so einen Tag, da war es schon schlimm, aber ich habe um 12 Uhr nicht gegessen, ich habe erst um 2:30 gegessen und das habe ich dann gemerkt, das waren dann 45 Stunden, wo ich nichts gegessen habe. Oh, da wurde ich wirklich ein bisschen sickig. Also dann, da war wirklich meine Grenze erreicht. Aber so 40 Stunden, das ist noch okay. Aber alles, was drüber geht, ist dann schon richtig heftig. Weil ich noch nicht so richtig dran gewöhnt bin. Gewohnt? Gewöhnt? Gewöhnt. Gewöhnt bin. So, von der Disziplin hier ist eine reine Kopfsache. Also ich koche ja auch für Sarah. Ich gehe mit Sarah einkaufen. Ich mache alles, aber sie isst auch neben mir. Ich fasse das Essen nicht an. Da denkt man sich, boah, das könnte ich nicht. Doch, Leute, das könnt ihr wirklich alle. Weil man erreicht im Laufe des Tages eine Phase von Hunger. Und dann denkt man sich so, jetzt ist vorbei. Und man kennt das Gefühl, dass man so ein richtiges Loch im Bauch hat. Wenn man das einmal überwunden hat, dann entsteht so ein Grundhunger. Das ist jetzt meine Erfahrung. Nur aus meinem Nähkästchen, Leute. Ne? Vielleicht ist es bei euch anders. Und zwar hat man dann so ein richtig, richtiges Loch im Magen. Das Gefühl kennt ja jeden. Das ist dieses, boah, es muss jetzt. Der Magen krummelt und krummelt. So schlimm ist das gar nicht. Das verschwindet so ungefähr nach einer Stunde später verschwindet. Da trinkt ein Glas Wasser, trinkt einen Kaffee, dann ist das weg. Mhm. Und dann kriegt ihr so wirklich einen Grundhunger, wie wenn man morgens aufsteht, man ist gewohnt, jeden Morgen zu essen, dann hat man so einen Frühstückshunger. Ich nenne das jetzt mal so. Und das ist genau dieses Gefühl, das hält sich konstant über den ganzen Tag, über die Nacht, nächsten Morgen. Das ist aber gar nicht schlimm, das kann man super gut wegdrücken. Yeah. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, ja, ich brauche diese Energie aber und bla bla bla. Das ist reine Kopfsache, Leute. So ist es bei mir, ich kriege es super hin, ich komme damit klar, dass Sarah isst, dass wir überall hingehen, dass es nach Essen duftet und so. Klar, mein Kopf, gebe ich zu, ist den ganzen Tag bei Essen. Weil er diese Umstellung noch nicht kennt. Ja, ja. Das ist es. Aber das ist genau wie die Umstellung auf das normale Intervallfasten, was wir gemacht haben. Ich habe mich da mittlerweile auch so dran gewöhnt, dass ich vor 12 kann ich, also will und kann ich eigentlich gar nichts essen. Aber ich merke das dann trotzdem so rund um 12 Uhr, sobald es nach 12 gegen 12:30 geht, dann fängt mein Magen an so, okay, jetzt hätte ich gerne was zu futtern. Und ich war auch mal im Überlegen, ob ich das tatsächlich mal so ausprobiere. Das Ding bei mir ist, da kann ich von mir halt sprechen, mir geht das halt zu stark auf den Kreislauf. Ich vermute, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Hashimoto zu tun, je nachdem. Ja, und weil es auch nicht gewöhnt. Natürlich, weil ich es auch nicht, weil ich es nicht gewohnt bin, aber das Problem ist halt, wenn du, also man soll das ja immer auch in dem Punkt halt so machen, dass das für den eigenen Körper ja nicht schädlich ist und dass genau. Das ja auch funktioniert für deinen Tagesablauf und für deinen Energiehaushalt und so. Und bei mir, ich komme im Intervallfasten, komme ich super gut zurecht. Also das 12:8 ist für mich wirklich perfekt. Ich hätte auch nicht gedacht, also jetzt die letzte Zeit waren wir öfter mal abends ein bisschen später als 8 dran, aber ich merke auch, dass ich das eigentlich gar nicht brauche. Das tut mir auch nicht unbedingt besser, sage ich mal. Ja. Früher habe ich halt super oft auch super spät noch was gesnackt, ne? So bevor wir halt alles umgestellt haben. Aber ich habe halt schon gemerkt, früher aufzuhören zu essen am Tag ist eigentlich wirklich besser, auch für meinen persönlichen Haushalt und so für meinen Kreislauf und alles. Und auch, dass ich runterkomme, dass ich müde werde und so weiter. Aber halt gar nichts essen den kompletten Tag funktioniert für mich persönlich halt nicht, weil ich dann halt wirklich richtig flatterig werde und dann halt so Richtung Kreislaufversagen gehe und das ist halt natürlich nicht gut. Also das würde man ja auch normalerweise nicht machen, das ist nicht gesund, das soll man nicht. Aber wenn man das halt so gut verträgt wie Daniel und halt im Prinzip nur über dieses Mentale hinaus muss, dass man jetzt unbedingt was essen will, ist das natürlich was anderes, ja. Man muss aber dazu sagen, das ist nicht ohne. Ne? Das ist definitiv also nicht ohne. Du musst wirklich im Kopf stark bleiben und nicht aufgeben, weil du rennst überall an Essen vorbei. Guck mal, ich koche dir sogar. Ja, ich weiß. Das ist wirklich ohne Scheiß, das ist jetzt nicht für irgendwie zu übertreiben, aber das ist so, wie wenn du einem Drogensüchtigen sagst, der gerade aufhört, hier ist deine Droge, du darfst die nicht konsumieren. Ja, das ist so. Ja, ja. Also da musst du richtig dranbleiben. Ja, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, du hast halt jetzt keine
richtig physisch, also körperlichen Nebenwirkungen davon. Ich habe auch gar keine Einschränkungen. Sodass der Körper dir sagt, hey, mach das bitte nicht, weil das ist ja immer das Wichtige, weil du willst ja nicht durch, sage ich mal, eine Ernährungsumstellung oder auch durch ein Fasten, was du halt fest in deinen Alltag integrierst, irgendwie deine Gesundheit gefährden, sondern du willst ja deine Gesundheit fördern damit. Ne? Das ist ja wichtig. Ja, aber das ist auch das, finde ich. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, Leute. Ich ziehe das alles nur aus meiner Erfahrung und aus meiner... Ja, aus meiner Erfahrung raus. So, ich bin aber der Meinung, dass man sehr viel über die Gedanken machen kann und über den Willen. Klar hat man Phasen, wo man sich denkt, oh, jetzt fühle ich mich aber auch schlapp. Aber man kann auch sagen, okay, jetzt fühle ich mich schlapp, jetzt motiviere ich mich. Ich gucke, dass ich da durchkomme durch die Phase. Ja. Und mit der Zeit wird es besser, weil das ist es ja. Der Mensch ist ja auch dafür gemacht worden, als ne, Vorfahren, dass wir auch längere Zeit nichts gegessen haben. Ja. Wir haben nur heutzutage diesen... Überfluss. Egal, wo man hingeht, man kann immer essen. Wie oft isst ihr, ohne dass ihr Hunger habt? Ja. Das habe ich früher immer gemacht. Ey, das kenne ich auch. Weißt du, einfach nur, weil man an der Bäckerei vorbeigeht und da riecht es gut oder ein Stück Pizza auf die Hand oder ein Bratwürstchen auf die Hand oder was weiß ich. Das sind alles Beispiele, ne? Ja, aber das ist so. Du gehst am Bäcker vorbei und dann sprudelt dein Kopf. Du riechst, boah, jetzt ein Schokocroissant. Ja, eine gefüllte Tasche. Oder ich weiß nicht. Dann macht man sich selbst Lust drauf. Aber da muss man einfach, das muss man aus dem Kopf einfach verdrängen. Ja. So, das ist für mich, ich nenne das gerne Charakterstärke und dann geht es. Ne? Ja. Aber ich glaube, jeder kann das durchziehen, aber jeder muss vielleicht für sich einen Weg finden, wie er da rangehen kann. Ja, ja, das ist halt genau dieses, was wir ja ganz am Anfang des Jahres ja gesagt haben. Du musst halt wieder neu lernen, auf diese ganzen Reize und diese Signale sozusagen ein bisschen anders zu hören. Du musst halt in deinen Körper reinhören und jetzt prüfen, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger oder habe ich nur Gelüste? Ja. Weil das Ding ist, wenn wir das auch immer wieder vergleichen, so wie wir noch letztes Jahr gekocht und gegessen haben, war es auch ehrlicherweise kein Wunder, dass man halt so mit dem Gewicht an den Punkt gekommen ist, weil es trotzdem halt so ist, dass man einfach viel zu viele unnötige Kalorien zu sich genommen hat. In rauen Mengen. In rauen Mengen. Ja. Und wir alle trotzdem, selbst wenn man irgendwie 2-3 Mal die Woche Sport macht, nicht konsequent genug so viele Kalorien verbrennen kann am Tag. Vor allem wir nicht mit unserer sitzenden Tätigkeit. Jemand, der jetzt einen körperlich sehr fordernden Job hat, da mag das bestimmt nochmal ganz anders aussehen. Und deswegen ist das auch was super Individuelles. Ich weiß es noch, als wir angefangen haben und ich ja auch die Zahlen alle gedroppt habe und so, haben ja viele auch gesagt, oh, das ist viel zu wenig und keine Ahnung. Leute, das ist was super Individuelles und das schwankt auch bei uns von Tag zu Tag. Das kommt immer auch auf die Aktivität an, die du am Tag vor dir hast. Genau, da muss man ja aber auch sagen, obwohl wir immer noch bei den gleichen Kalorien ähnlich, liegen, so ähnlich wie auch davor, es ist gerade ja so, bei Sarah, sie stagniert ja zurzeit. Mhm. Klar, wir sind noch nicht mehr so viel draußen unterwegs zurzeit, weil wir halt viel arbeiten, aber gut, so ist das halt. Aber umso leichter man wird, umso geringer werden die Kalorien auch, die man braucht, für sauber über den Tag zu kommen. Und da muss man immer wieder anpassen. Richtig. Und das Schönste daran ist, am Anfang haben ja auch manche gesagt, wird nicht funktionieren, bla bla. Mittlerweile sind wir bei über 200 Tage dabei. Mhm. Und bei mir geht es natürlich durch das extreme Intervallfasten jetzt wieder sehr gut nach unten. Sarah ist nach unten gegangen und mittlerweile stagniert die seit 3 Monaten fast. Richtig. Und das ist the way to go. Das heißt, durch das Kalorienzählen, drauf achten, nicht immer alles mitnehmen, wo man was sieht und wirklich auch gesund konsequent essen. Wir essen auch zwischendurch mal richtig deftig, aber dann kommt dann 1-2 Tage danach, wo dann wieder sehr gesund gegessen wird, wo wenig Kalorien sind. Richtig. Und das ist wirklich für uns der Schlüsselpunkt. Ja. Und das funktioniert. Und ich finde das immer so schön, wenn Leute im Voraus behaupten, das wird nicht funktionieren, Jojo-Effekt. Und dann sieht man einfach 200 Tage später, läuft immer noch. Und in einem Jahr wird es auch noch laufen, solange man da dran bleibt. Gehe ich auch von aus. Essen ist halt so... keine Ahnung, ist so irgendwie so ein zentraler Punkt irgendwie geworden in unserer Gesellschaft. Das hat ja auch irgendwie eine ganz besondere Bedeutung und es ist halt wahnsinnig wichtig, dass man einfach ein super gesundes Verhältnis dazu behält und sich das auch erarbeitet und sich immer wieder so ein bisschen natürlich auch mit seiner Ernährung hinterfragt. Das ist auch wichtig, aber man darf sich halt auch nicht zu krass irgendwie genießen.
ja, so richtig ja. So, ja. Ja, das hängt genau. Davon ab, was man gerne erwartet. Mir fällt gerade das Wort nicht richtig ein, aber ja. Und mir fängt der Magen an zu knurren, passenderweise bei diesem Thema, weil ich ja auch vorhin noch gesagt habe, es geht auf 12 Uhr zu. Deswegen kochen wir jetzt mal. Aber da haben wir ja quasi schon mal einen kleinen Deep Talk mal wieder gemacht. Ja, ich wollte aber noch was ergänzen, bevor du die Leute wieder wegdrückst. Gerne. Und zwar, es ist auch wichtig, wenn man versucht abzunehmen und ja, jetzt nicht direkt wieder rumragen oder so, aber nehmt euch das, also macht euch mal Gedanken darüber. Man soll seine Ernährung so umstellen, dass man abnimmt, ohne Sport zu betreiben oder zusätzliche Aktivitäten. Mhm. Ich sag euch auch warum. Weil wenn ihr vielleicht die Ernährung leicht ändert und ihr sagt euch, okay, jetzt gehe ich jeden Tag eine Stunde wandern oder fahre eine Stunde Fahrrad oder was auch immer ihr plötzlich anders macht als zuvor, dann wird das funktionieren, um abzunehmen. Der Nachteil daran ist, irgendwann kommt ja die Phase, wo ihr denkt, okay, jetzt habe ich genug abgenommen, jetzt will ich wieder normal so ein bisschen essen, Kalorie angepasst. Dann macht er das, aber ihr seid immer noch dabei, die Aktivität zu machen. Das ist dann noch nicht Normalstand, weil man muss immer von dem ausgehen, was habe ich davor gemacht. Wenn man aktiv davor war, wird man das höchstwahrscheinlich ein ganzes Leben lang durchziehen. Bleiben. Hat man es aber nur angefangen, die Aktivität, weil man abnehmen wollte und gleichzeitig die Ernährung angepasst hat, dann macht man trotzdem einen kleinen Fehler, weil man sollte dann die Aktivität, finde ich jetzt so mit den Monaten, wo wir das machen, rausgefunden haben, man soll die Aktivität weglassen, vielleicht für zu starten, aber man soll sie irgendwann weglassen und mehr an den Kalorien und an dem Bedarf schrauben. Dass wenn man das Gewicht erreicht und dann wieder auf Normalkalorien geht, wieder ganz normal leben kann. Und das ist der Schlüssel, wirklich. Ja. Normal leben kann ohne Aktivität. Und das ist wichtig, weil ich sehe mich jetzt beispielsweise nicht irgendwann mit 70 oder 75 3 Stunden spazieren zu gehen oder so. Oder 50 Kilometer Fahrrad fahren, weil ich darauf keine Lust habe. Ich bin über die Jahre tatsächlich ein richtiger Sesselpupser geworden. Und das ist halt so. Ich habe zwar jetzt zur Zeit wieder so ein bisschen eine Phase, wo alles wieder motivierender ist und ich wieder auch viel mehr Sport machen muss, aber ich kriege es nicht wirklich in den Alltag eingebunden. Ja. Wichtig ist aber für mich, einen Weg zu finden, damit ich kontinuierlich gesund abnehme und das auch dauerhaft nachher behalten kann. Und das ist halt schön. Und wenn ich dann irgendwann, sagen wir mal, vielleicht nächstes Jahr, dann sage, okay, jetzt bin ich dort, wo ich bin, jetzt esse ich wieder normal und dann komme ich auf die Idee, ach guck mal, ein bisschen Sport betreiben, weil ich wieder meinen Muskelaufbau fördern will, dann denke ich mir, okay, ich verbrenne jetzt einfach 600 Kalorien am Tag mehr, dann erhöhe ich meine Ration um 600 Kalorien. Damit das Verhältnis bleibt. Ja, ne? Total. Und versuche nicht das Gegenteil zu bewirken, dass ich durch Sport abnehmen möchte, sondern durch Sport erhöhe ich meine Kalorien. So, und das ist the way to go. Für mich auf jeden Fall. Und Sport sollte ja immer eher dazu beitragen, dass man beweglich bleibt, dass man den Körper kräftigt, ne? Also zum Beispiel halt gegen Rückenschmerzen vorbeugt und solche Sachen. Also ich würde auch, das war früher immer auch eine falsche Denke von mir persönlich und witzigerweise, wenn man zum Beispiel dann halt irgendwie mal sagt, man will abnehmen, ist immer der erste Gang ins Fitnessstudio. Ich will jetzt die Fitnessstudios gar nicht schlecht reden, aber da wird einem dann halt sozusagen ein Plan aufgestellt, um abzunehmen. Aber letztendlich ist es halt totaler Quatsch. Du fängst bei deiner Zufuhr, fängst du an. Das ist das A und O und das ist das Wichtigste. Ja. Und keine Ahnung, wir sind alle, also wir jetzt in dem Falle keine Leistungssportler mehr heutzutage. Das waren wir beide irgendwann mal, aber sind wir halt nicht mehr. Ja, schon und jahrelang. Der Körper, der braucht das auch nicht. Ne? Es ist wichtig, dass man mobil bleibt, dass man beweglich bleibt, dass man Aktivität hat im Alltag, um Gottes Willen, das ist wichtig. Aber nehmt Sport nicht als Kernessenz, um versuchen abzunehmen weil das wird dauerhaft nicht funktionieren. Ist nicht da möglich. Muss ich dir zustimmen. Es ist nicht möglich, es geht einfach nicht. Aber das ist so ein bisschen in den Köpfen drin. Aber wir sind ja hier für immer offen zu sprechen und aus unserem Nähkästchen auch vielleicht seid ihr trotzdem anderer Meinung. Das ist auch ganz legitim. Ist vollkommen okay. Schreibt es gerne unten rein. Aber alles okay. Das ist ja the way to go für uns. Ja, genau. Und das ist halt wichtig. So, und bevor es jetzt ausufert, eine Sache habe ich noch. Ich habe in den Kommentaren gelesen, wegen diesem Bömpel hier, ne? Da hat eine Person geschrieben, die hat so einen ähnlichen, der nicht unbedingt von Prim und der hält bei ihr nicht. Es ist nur ein kleiner Tipp von mir. Wenn ich den einfach so da dran pappe, der hält zwar. Das hat aber einen Grund, warum der hält. Weil ich den am Anfang nass gemacht habe, dass der klebt. Und dadurch klebt er, weil ganz, ganz am Anfang hielt der auch nicht. Und vielleicht ist das Problem bei dir, dass du den einfach mal anfeuchten sollst, damit er besser hält. Mit Spucke geht's besonders statt gut. Statt neuen zu kaufen. So, ein Tipp am Rande. Ja. Ja, und Stecknadeln habe ich auch. Ja klar, er hat alles, Leute. Er hat alles.
Wir machen eine gemeinsame Runde Haushalt, denn ich muss hier dringend wieder an die Spinnweben ran. Denn normalerweise läuft ja unser Saugwischroboter durch, aber alles kriegt er natürlich nicht sauber. Und dafür habe ich den Redkey P9, den habe ich euch schon vor einiger Zeit mal vorgestellt. Und muss ja sagen, ein bisschen Langzeit-Review wollte ich euch ja nochmal geben und auch euer Feedback so ein bisschen abwarten. Und ich bin nach wie vor richtig begeistert von dem Gerät. Ich finde nicht nur, dass der eine Top-Leistung hat, also in der niedrigsten Stufe hält der Akku bis zu 60 Minuten, aber ich muss auch sagen, ganz generell habe ich ja schon viele kabellose Staubsauger ausgetestet und dieser Akku hier, top, der hält wirklich richtig lange durch. Den muss ich gefühlt nicht so oft aufladen wie die Modelle davor. Und plus, was ich bei den Geräten immer mega praktisch finde, es kommen super viele verschiedene Aufsätze für alle möglichen staubsaugenden To-Dos im Haushalt. Selbstverständlich habt ihr mit dem langen Staubsaugerrohr die normale Bodenbürste mit dabei, die auch LEDs vorne hat. Ich finde, das ist ein mega praktisches Detail, weil man einfach richtig gut den Staub erkennen kann, auch vor allem, wenn man unter Möbel saugt. Und was bei dem Modell jetzt auch neu ist, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass der Akku austauschbar ist. Das heißt, sollte der mal kaputt gehen, kann man einfach den Akku erneuern und der hat auch einen zweifachen HEPA-Filter. Das heißt, dass nicht nur alles gefiltert wird, was der aufsaugt, sondern auch die Luft, die der wieder ausstößt. Das ist auf jeden Fall auch super für Allergiker, wie mich zum Beispiel. Und besonders praktisch finde ich auch immer die Milben- und Polsterbürsten, wenn die mit dabei sind. Damit mache ich nämlich immer ganz gerne zwischendurch das Sofa, vor allem halt alle Lehnen oder aber auch zum Beispiel unser Bett hat halt so einen Polsterrücken und damit geht das richtig gut, ist natürlich auch perfekt geeignet für Matratzen. Kommen wir nun also zu meinen geliebten Spinnweben, die ich ja regelmäßig machen muss und für alle unter euch, die auch höhere Decken haben, so wie wir hier in dem Teil des Hauses. Es sind natürlich ja auch noch kleinere Aufsteckbürsten dabei, die hier benutzen wir zum Beispiel auch super gerne, wenn wir irgendwo mal ein Loch bohren müssen oder so, aber das hier ist natürlich ein perfekter Aufsatz, um letztendlich die Spinnweben und halt kleinere Ecken wegzumachen, wie zum Beispiel auch hinterm Kamin, alles was so an den Fußleisten entlang ist, damit geht das natürlich super gut. Und dadurch, dass das Gerät sehr, sehr leicht ist, das hat nämlich nur 2,2 Kilo ungefähr und wenn man dann halt im Prinzip den schmalen Aufsatz draufpackt, kann man auch super gut über Kopf arbeiten. Ich persönlich habe auch nicht so mega viel Kraft in den Armen und Schultern und da brauche ich auf jeden Fall ein Gerät, was halt leicht genug ist. Bei mir funktioniert es super und ich habe auch schon von euch richtig viel positives Feedback noch zuletzt bekommen, dass ihr das Gerät nachgekauft habt und mega zufrieden damit seid. Auch bei anderen Haustierbesitzern funktioniert es ganz gut, denn unsere zwei Schnubbels hier, die lassen ja ordentlich Haare und Staub überall. Sofern ihr also auf der Suche wart und nicht jetzt tausende Euro für ein Markengerät ausgeben möchtet und was vergleichbar Gutes haben möchtet, was kabellos ist und super handlich für den Alltag mal schnell durchzusaugen, dann schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch den Redkey P9 verlinkt. Es gibt auch gerade eine Aktion auf Amazon, wo es auch einen guten Rabatt gibt, also lohnt es sich da mal reinzustöbern. Lest euch super gern die anderen Rezensionen durch, die sind durchweg echt positiv, muss ich sagen. Und ich kann es persönlich bestätigen. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das Gerät nachgekauft habt oder ob ihr es nachkaufen werdet. Hallöle und happy Samstag zusammen. Ui. Ja, mal wieder bis ins Wochenende rein, weil wir haben ja den Dienstag und Mittwoch geskippt, deswegen bis ins Wochenende rein. Wir müssen ja ein bisschen fair bleiben, ne? Es ist warm heute. Es ist so richtig... richtig schwül warm, aber wir finden es auch toll, dass es wieder warm ist, das auf jeden Fall. Aber das Schwüle ist natürlich auch immer Kreislauf, ne? Also bei mir auf jeden Fall. Willkommen in dem Vlog-Serie Wetter und Sarah. Tada. Entschuldigung, soll ich aufhören, über das Wetter zu reden? Ist doch typisch deutsch, oder? Ja, ist doch typisch, ja. Also auf jeden Fall typisch du. Du redest gerne über das Wetter. Ich rede gerne über das Wetter. Ja. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, ja. Man hat dann immer ein Gesprächsthema. Das ist doch schön, oder? Ja, aber wir hatten uns auch schon ein Gesprächsthema überlegt, was man mit den Leuten jetzt quatscht. Ah, ja, hatten wir. Dann legen Sie mal los. Du willst ja was zeigen. Nein. Ich habe schon wieder einen sehr großen Anteil an Quatschszenen. Und ich habe schon wieder genug schlecht gedeutscht. Das reicht für bis jetzt. Also ich werde natürlich noch was sagen. Also, okay, dann fange ich an. Und zwar Feedback erstmal von euch bezüglich Kreativ-Content und Kreativ-Kanal, ja oder nein. Erstmal ganz lieben Dank, ihr habt natürlich ordentlich Däumchen nach oben auf den letzten Vlog gegeben.
Wir haben uns es auch so überlegt, das haben auch einige in die Kommentare geschrieben. Von daher sind wir uns da mal wieder einig. Wie schön, liebe Leute. Ich finde das auch toll. Wir machen erstmal ein bisschen was im Vlog, gucken mal, wie es so anläuft. Und dann gehen wir über wahrscheinlich auf den Smithfield-Kanal und reaktivieren den. Ja, aber das hat einen Grund, warum man das so machen. Ja. Zum einen, ihr, ne, habt ja gemeint, so, könnt es auch hier machen, alles super. Ja. Dann haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, vor allem wenn man einen reinen Kreativkanal macht, wäre auch schön, dass man nicht nur rumgammelt, nenne ich das mal, sondern auch schon ein bisschen was kann. Bisschen und dann dachte man einfach, komm, lass es uns einverhalten, 0815, so kennt ihr ja, ne? Ja, fürs Üben hier mit euren Tipps und machen und tun, und wenn wir dann Pro-Bros sind, dann geht's rüber. Mal gucken, vielleicht geht's auch nie rüber. Vielleicht. Einfach mal so, unsere krude Art, die bleibt erstmal hier. Das ist super, das kriegen wir super eingearbeitet. Und genau. Deswegen bleiben wir hier. Und Leute, wir sind soweit. Die ersten kreativen Sachen sind entstanden. Gut, ob man jetzt von kreativ sprechen kann, sei mal dahingestellt. Aber, Leute, guck mal, was ich hier habe. Snacks für Sarah ist meine Bügelmatte. Ich habe die gestern nach der Arbeit, dachte ich mir, wisst ihr was, Leute, jetzt ist es soweit, ich brauche eine Bügelmatte. Damit fangen wir an. Wieso? Weil ich habe den Vorhang, seht ihr gerade nicht, also da in der Ecke, den habe ich gestern auch umgenäht. Mhm. Mehr oder weniger, gerade eher weniger, aber hey, die Optik zählt, ne? Wisst ihr Bescheid? Er ist umgenäht, er wird nicht mehr ausfransen, ist super. Perfekt. Und den habe ich dann hier drauf gebügelt und meine, seht ihr, guck mal Leute, die sieht gar nicht so schlecht aus, aber schön von weit und weit von schön, weil sie muss einfach praktisch sein, ne? Das ist es halt. Ich hätte hier so einen Blindstich noch reinmachen müssen, dort wo die Wendeöffnung ist. Da war ich aber zu faul und ich habe die auch tatsächlich zu eng abgeschnitten, weil ich die zurückgeschnitten habe. Und da dachte ich mir, ein Zickzackstich macht's auch. Fertig, aus die Maus. Yes. So, und deswegen habe ich die jetzt. Hier sind zwei Lagen Thermoflies drin. Mhm. Zugenäht, schön vernäht. Der Thermoflies ist auch fest drin, also kann man knütteln, kann man machen, kann man tun. Kann man vielleicht auch mal waschen. Die habe ich dann gestern Abend, also im Feierabend dann halt gemacht und einen Vorhang umgenäht. Und ich finde es gut. Das Einzige, was halt mein größtes Problem ist, sind dann die Profis da draußen. Ihr könnt mir helfen. Ich hatte das Thema ja schon angesprochen. Ich verstehe nicht, wie man Stoff gerade schneiden kann. Es geht mir nicht in den Kopf. Also ich bin schon froh, dass ich die richtige Seite von der falschen Seite unterscheiden kann. Also gut, hier ist jetzt zweimal außen. Komme ich alles klar damit. So die Theorie habe ich auch schon weitestgehend drauf, aber ich verstehe einfach nicht, wie das gerade funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch so ein ganz kleiner Bubbel drin, da hat sich das leicht verzogen. Aber Leute, ne, wenn man nicht anfängt, kann es auch nicht besser werden. Das erste Projekt, ich muss sagen, super. Sie ist auch ziemlich groß, sie hat 50 x 35. Fand ich eine perfekte Größe. Somit ist der Startschuss gesetzt bei mir. Das erste To-Do ist gemacht. Der erste Vorhang ist gemacht. Also das erste Gewichtige, weil das ist ja wieder nur Zubehör. Ne? Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist Material, das ist wie eine Werkstatt. Man baut sich immer Vorrichtungen für das Werkzeug, aber man arbeitet ja nicht wirklich drin. Und das ist ja genauso. Das ist halt Zubehör fürs Arbeiten. Einfach mal gucken, ob wir irgendwo arbeiten werden. Nein, Spaß beiseite. Werden wir machen, aber jetzt haben wir das hier mal. Und ich werde mal versuchen, ein Projekt die Woche umzusetzen. Ja. Das ist schon immer so ein bisschen Druck, aber ich mag das ja so immer so ein bisschen was zu machen. Bisschen muss man sich ja herausfordern. Genau, ne? Und meistens werde ich euch die Dinger zeigen und vielleicht werde ich euch mal mitnehmen in meinen Entstehungsprozess von 4 Stunden, wie sowas entsteht. Im Zeitraffer dann natürlich. Im Zeitraffer, ja. Muss ja alles Profi aussehen. Die Zeitraffer sind immer alles gut aussehen. Ne? Oh Mann. Aber ich bin stolz auf mich. Die hat Sarahs Farbe. Ne? Also, Die Reste von der Gardine. Die Reste von der Gardine, genau. Finde ich toll. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so viel zu mir. Also ihr seht, läuft, Leute. Das heißt, für die, die wieder anfangen, macht euch eine Bügelmatte, wenn ihr keine richtig. Habt. Ja, richtig. Ist praktisch. Ja, und der kleine Prim-Bügeleisen, der ist toll. Der ist auch der super. Ist richtig gut. Mir gefällt mir. Ja. Ja, und den Rest hat er euch ja auch gezeigt, ausführlich. Also der Mann hat wirklich alles, glaube ich, für vernünftig anzufangen. Fun Fact habe ich nicht. Ich habe dann Garn gesucht in der Farbe hier. Ja, habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay. Deswegen an euch, habt ihr irgendwo einen Hersteller wie Gütermann oder so, wo ihr sagt, hey, der hat eine schöne Palette von 200 Garnsorten, wo einfach alles mal drin ist. Hol dir die ist top, dann werde ich das machen. Gerne also, Tipps in die Kommentare. Gerne. Ihr seid mal wieder gefordert, Leute. Ne? Ja. So muss das. Ja, aber da hier ansonsten nicht mehr wirklich viel ansteht, ich habe heute noch ein bisschen Wäsche gemacht, erzählen wir auch nochmal darüber, so langweilig wie übers Wetter. Also es ist ein super spektakulärer Wochenendtag eigentlich hier.
So sieht es meistens bei uns aus. Ein bisschen rumgruscheln, ein bisschen Haushalt, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Ja, genau. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes mehr zu berichten, ne? Nö, wir haben den Rasen gemacht. Ja, haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben festgestellt, wir müssen unbedingt mal vorm Haus Unkraut machen. Ja. Aber ihr kennt mich ja, ich sag hier immer, ich lebe nicht vorm Haus, sondern wir hinterm Haus. In deswegen kann es vorm Haus scheiße aussehen. Dann denken die Leute sich, welcher Kerlchen wohnt denn da? Der kann sein Haus nicht pflegen und die lassen uns alle in Ruhe. Finde ich gut. Nein, aber jetzt ist es wirklich so langsam ein bisschen krass geworden. Jetzt muss mal was gemacht werden. Der Witz ist, eine halbe Stunde ist alles fertig. Höchstens eine Stunde. Es ist ein Beet und wir haben ja, das haben wir euch ja mitgenommen, wir haben ja überall Mulch verteilt. Also wir haben ja dieses Jahr gemulcht wie die Milliardäre gefühlt, ja. Aber es funktioniert mega gut. Es funktioniert, das kann man nicht anders sagen. Mulchen ist das Beste. Die Beete sind so sauber wie noch nie und du zupfst einfach alles raus und easy. Ja, also ich fand, das waren die besten investierten 600 oder 800 Euro. Definitiv. Also war gut. Lohnt sich. Zum Glück in Etappen, dann hat sich so wehgetan auf einen Schlag. Ja, genau. War schön. Gut, liebe Leute. Dann wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Restwoche, ne? Ja, und schreibt mal eure Kreativprojekte von dieser Woche unten rein. Ich bin neugierig. Ja, genau. Gebt uns mal Inspo. Ja. Wir geben uns gegenseitig Inspiration. Und wir sehen uns dann hier nächste Woche wieder. Tschüssi.